Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen kollektiv, was die Woche so an Themen drin hat, welche Schwerpunkte zu sehen sind. Denkt immer dran, es ist eine kollektive Energie, das kann nicht für jeden passen. Und am Ende könnt ihr noch ein kleines Auswahlorakel angucken, auswählen, welche Botschaft möchte zu euch. Aber jetzt bin ich gespannt. Eine Woche, die schon mal in Bewegung kommt und Wunscherfüllungstendenzen mitbringt, tatsächlich klärende Nachrichten. Etwas, was relativ schnell dafür sorgt, dass wir uns neue Türen öffnen können. Eine Sicherheit, die zur Verfügung steht. Möglicherweise ist es etwas Kleineres und etwas, was mit den Finanzen zu tun hat. Finanzielles Wachstum, finanzielle Sicherheit, finanzieller Flow. Wir gucken da direkt rein. Wir selber liegen im Haus des Hauses. Also schon mal so in unserer Umgebung. Ja, gut auf dem Untergrund, die Grenze gewahrt. Vielleicht haben wir auch viel zu tun mit unserer Umgebung, viele Einflüsse von unserer Umgebung. Aber an sich ist das Haus des Hauses für mich eine gute Position, ne? Wir liegen auch ganz oben, wir haben nicht so die riesen Gedankenlast. Die Berufskarte liegt uns im Rücken. Ich habe die Berufskarte im Haus des Baumes drin. Hier kann sein, dass wir ein bisschen mit unserer Vitalität hadern oder dass wir hier sehr viel zu tun kriegen an sich, auch Lebensaufgaben, die hier gezeigt werden. Oder aber, dass wir tatsächlich eine Woche haben, wo wir uns so ein gutes Fundament beruflicher Art erwirtschaften. Ich sehe es auch mit dem finanziellen Bereich zusammen irgendwie. So, es kann hier sein, für die, die arbeiten und irgendeinen Vorgesetzten haben, dass hier Dinge zu klären gibt, vielleicht finanzieller Art, vielleicht aber auch, dass so auf der vorgesetzten Ebene Umbrüche sind. Das kann intern sein, das kann aber auch so sein, dass die Cheffigur sozusagen sich rausnimmt, nicht verfügbar ist, vielleicht auch andere Wege geht und dass daher vielleicht so ein bisschen mehr zu tun gibt oder eben ja die Geschäftigkeit relativ hoch ist und uns irgendwie im Rücken hängt. Lasst mich mal weiter gucken. Hier zeigen sich Richtungswechsel und zwar überall da, wo sich etwas nicht stimmig anfühlte, wo etwas unehrlich war, wo etwas, ja, ich sag vielleicht sogar nicht auf dem Fundament der Ehrlichkeit gebaut war, stellt sich so plötzlich dar und klar, dass sich hier etwas klärt, was uns neue Türen öffnet. Alleine nur, weil wir es erkennen, ne? Das Geschenk liegt im Erkennen. Ich habe hier tatsächlich auch unter den Finanzen nochmal da Wachstum oder ich sage mal Aufblühen von finanziellen Themen zu unseren Gunsten, wo wir vielleicht nur einen kleinen Richtungswechsel haben oder wo sich irgendetwas zeigt, was wir übersehen haben. Ich habe die männliche Hauptperson im Hause der Vögel drin, hier kann es ein bisschen Stress geben. Es kann mit uns zu tun haben, mit dem Beruf oder auch mit dem Thema Geld. Ich sehe alles drei hier im Kopf des Gegenübers, für die, die eins haben natürlich. Und wir haben die Neubeginne im Haus des Neubeginns an sich drin.
eine doppelte Aussage. Hier kann auch sein, dass wir irgendwie neue Personen geschickt kriegen, die, das habe ich auch schon eine Weile hier, die inspirierend wirken, die Vorschläge haben, die aufklären, die uns in irgendeine Bewegung bringen, in der wir uns sicherer fühlen. Eine Bewegung, die auch wieder Geschenke mitbringt, also eine gute Energie auf jeden Fall. Hier sind tatsächlich so Umstrukturierungen im beruflichen Bereich nochmal angezeigt. Ich habe sehr viel den gebenden und den nehmenden Part beim Beruf. Irgendetwas möchte sich ausgleichen, neues Wachstum kriegen. Es sieht ja aus, als hätten wir viel zu tun, und genau das könnte der Punkt sein, worum man sich hier mal auch abwendet, ne? So dieses Abladen, immer mehr zu tun. Kann den einen oder anderen schon mal auf die Idee bringen, sich einen einfacheren Weg zu suchen oder eine Erleichterung im kleineren Maße. Das Blatt ist bisher schon wieder sehr, sehr gut. Wir haben hier bei allen Wegen, die wir gehen oder bei Neubeginnen, die wir anstreben, die Entscheidungskarte mit der Sonne drin. Die guten Nachrichten, ne? Das Beenden eines Kampfes, das mit ewig kehrenden Triggerthemen verbunden ist. Entscheidungen, die hier auch tatsächlich mit dem Geschenk im Haus der Ruten dafür sorgen, dass wir so einen inneren Konflikt lösen, weil wir hier einen super Weg finden, etwas zu harmonisieren, etwas zu idealisieren auch, also einen idealen Zustand irgendwie herzukriegen. Es kann ja für einige auch aus Verbindlichkeiten mit Ämtern kommen, Behörden, möglicherweise auch die Selbstständigen betreffen, da liegen die Aufträge drin mit dem Geldzufluss hier, mit Entscheidungen und Wegen, die tatsächlich im verbindlichen Bereich eine stabile Veränderung beibringen. Es kann ja echt sein, dass man auch mal so einen richtig guten Fisch an Land zieht, würde ich es mal nennen. Hier gibt es Veränderungen, die machen so ein bisschen Unruhe. Die sind damit verhaftet, dass sich etwas dreht, wendet, ein Blatt, dass sich irgendwas Gutes einstellt. Und zugleich kann man das nicht so richtig fassen, weil es auf die längere Frist geplant ist. Es geht tatsächlich mal wieder um schicksalshafte Veränderungen, die können hier aus dem Bereich Familie kommen. Die können eine Person auch mitbringen, mit der ihr länger keinen Kontakt hattet. Ja. Man sieht hier, eine Person, die liegt im Hause der Nachrichten drin, da tut sich irgendetwas, was ihr längerfristig nicht mitbekommen habt oder wir, und es kommt jetzt so an die Oberfläche, zeigt sich, und es ist tatsächlich möglich, dass das Schicksal uns hier ein neues Kapitel mitbringt, mit ganz anderen Wegen, weil wir andere Mittel zur Verfügung haben, sei es jetzt Verhaltensweisen oder Infos, die wir vorher nicht hatten. Oder einfach auch Themen, wo wir hier komplett unseren Mangel auffüllen können, weil wir haben hier sehr gute Wege, sehr gute Entscheidungsoptionen. Hier haben wir auch eine Doppelung drin. Im Haus der Sonne liegen die Wege. Die Sonne liegt im Haus der Wege. Wenn ich mir die Wege jetzt angucke und sie nochmal spiegle und korrespondiere, ist es tatsächlich so, dass sie hier darauf liegen, dass wir einen
verstrickten Bereich verlassen können, dass wir zu etwas Distanz aufnehmen können und dass etwas, was vielleicht zu uns Distanz aufgenommen hat, sich schicksalshaft wieder neu zeigt, mit einem veränderten Bewusstsein für uns. Das ist also eine schöne Energie. Man hat so dieses Gefühl von, aha, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, also positiver Art. Es kann ja dabei auch um das Thema Finanzen gehen. Man spart etwas ein oder man kriegt irgendwo einen Zuwachs her, mit dem es möglich wird, neue Wege zu gehen oder gute Entscheidungen zu treffen. Liegt hier auch in der Ebene drin. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwoher eine Erleichterung kriegen. Das ist so eine Doppeldeutigkeit, ne? Einerseits gibt es viel zu tun. Einerseits klären wir hier sehr auf und stehen stabil hier für unsere Meinung ein. Wir haben hier vielleicht so ein bisschen Hindernisse. Die kommen hier aus dem Bereich Familienthemen mit. Es kann also sein, dass man viel auf der Arbeit zu tun hat und viel im familiären Bereich irgendwie rumwurschteln muss. Das sind so Konfrontationen, mit denen man nicht so rechnet oder die man nicht so plant, die hier aber auch auf der Seelenebene sehr viel Bewegung mitbringt, das aufklärend ist, ne? Wenn ihr hier irgendwelche finanziellen Themen habt, jemand schuldet euch noch Geld, ihr erwartet einen Ausgleich oder so, so kann das hier gut vorangehen. Vielleicht nicht ganz gerade, aber trotzdem gut voran. Und es kann auch Blockaden lösen, die auf der seelischen Ebene so unbewusst immer wieder rumoren. Ne? Ich kriege dieses Ding, jemand ist mir was schuldig oder so mit. Und hier kommt der Ausgleich. Ne? Ich habe hier im Hause des Schicksals das Kleeblatt drin. Hier sieht man tatsächlich das schicksalshafte kleine Glück verfügbar. Das liegt hier in der Spiegelung wieder auf den Finanzen drauf. Aber wenn wir die Finanzen mal für die Seelenebene nehmen, so sieht man da auch etwas, was glücklich macht, was ein Gefühl mitbringt von oh, ein gutes Ergebnis, das hätte ich so nicht gedacht. Und es lohnt sich allemal hier auch mal für sich aufzustehen und zu sagen, so hier, ich fordere ein, möchte das haben, was mir zusteht. Kann jetzt finanziell sein, aber auch mental. Und es geht einher hier tatsächlich mit etwas, an was ihr schon auch erarbeitet habt auf der seelischen Ebene. Etwas, was sich auszahlt. Ja, das nennen wir es mal so. Wir haben eine hohe Spiritualität die nächste Woche, eine hohe Intuition. Emotionen, die auch mit Konflikten oder Mangel einhergehen, die sind so sehr klar für uns. Die kann man fast lesen, wenn sie in der Luft liegen. Und wir sind sehr empfänglich, würde ich mal sagen, für emotionale Dinge. Und wir erkennen darin sehr vieles über uns, über andere, über Konflikte, die wir auch mit Herzensangelegenheiten haben. Es kann hier sein, tatsächlich, dass es hier auch um Geld der anderen geht. Wir sehen hier in der Spiegelung möglicherweise die Eltern drin oder irgendwelche anderen Personen, die eben hier aufmerksam machen oder mit dem Thema zu tun haben. Das ist ja nun bei jedem anders in der kollektiven Energie. Was ich auch habe, sind so Blockaden, die man mit dem Gegenüber hat. Möglicherweise muss man da auch irgendwo neu aufeinander zugehen oder ich sag mal so,
Hier kommt so eine Herausforderung vom Außen, die einen schnell übermannt, wo man vielleicht auch zusammenhalten muss und etwas neu generieren im Alltag für sich zu sammeln. Wir haben im Haus des Mannes den Baum drin. In unserem Haus haben wir die Maus drin. Und beides korrespondiert irgendwie mit unserem Umfeld. Hier liegt das Umfeld auch im Hause der Transformation drin. Hier kann sein, dass vieles in der Umgebung sich verändert, aber wir halten hier unseren Platz. Das ist schon mal gut. Die Liebe, Liebe liegt hier im Hause der Familien drin. Ich sehe für einige auch tatsächlich eine Art neues Verliebtsein in einen Ex-Partner oder ein Wiederauftauchen einer Person aus der Vergangenheit. Es kann beide paar Konstellationen betreffen, also Mann und Ex-Frau, wir und Ex-Mann oder irgendwie welche Sachen, die man sagen kann, ich schließe das mal ab, ich fange da ein neues Kapitel an und ich kann es in Liebe stehen lassen. Also das seelische Vorankommen ist hier sehr hoch in der nächsten Woche. Alles, was wir haben, ist sehr aufklärend und auch zielstrebend nach vorne bringend. Und überall da, wo etwas auch an unserem Herz nagt, das mag jetzt nur im Unterbewusstsein sein, fließt eine freiere Energie. Ich habe, dass uns irgendetwas befreit. Und ich habe endlich. Ich gucke gerade noch mal drüber. Da, wo ihr vielleicht sagt, ich bin nicht bereit für eine neue Liebe, weil irgendetwas noch an mir nagt, habt ihr hier wirklich die gute Möglichkeit, etwas so stehen zu lassen, einen Kontakt zu haben, der aufklärend ist, der, das ist so Shake Hands, ne? Da ist man quitt mit allem. Man kann etwas wieder loslassen, was sich so verankert hat, was jetzt vielleicht ein ungutes Gefühl eher war oder eine offene Wunde. Ich habe auch die Leute, die jetzt zum Beispiel mehr so eine Affäre mit Herz haben, dass auch da ein bisschen mehr aufeinander zugehen sichtbar ist. Eine Klärung oder hier auch irgendwie Schnitte, die die andere Person mit der Vergangenheit macht oder mit dem Ist. Und ich habe so ein bisschen Themen, die gelten jetzt für uns Frauen, die haben mit dem Thema Weiblichkeit zu tun. Genesung auf der weiblichen Ebene, seelisch. Und auch mit diesem Gefühl, dass wir sind quitt. Ne? Das kann jetzt sein, dass eine männliche Person dann gegenüber dir das spiegelt oder aber sind tatsächlich auch andere Frauen, die dich hier auf den Weg mitnehmen, dir etwas aufzeigen, dir eine Möglichkeit geben, eine gute Wahl zu treffen. Das ist sehr schön. Es kann ja auch sein, dass man selbst, das hört sich jetzt ein bisschen verdreht an, aber dass man selbst irgendetwas dachte, also irgendwas wäre so oder so. Und hier kommt diese Auflösung, dass man sich geirrt hat und es wirkt sehr erleichternd. Okay, gucken wir noch ein bisschen tiefer. Bin ich sehr zufrieden damit. Die Ringkarte, also alles, was so verbindlich, vertraglich, beziehungstechnisch läuft, liegt hier im Haus des Turmes drin, spiegelt aber mit der Sonne und die Sonne liegt auch auf dem Herz. Also hier kann auch ein trennendes Element aus Verbindungen gut auf einen anderen Weg gebracht werden. Wir haben auf dem Ring noch die Blumen drauf.
und selber und den Sicherheitsschlüssel. Also eine Veränderung, die dem Beziehungsleben sehr gut tut und wo man die Sonne wieder mehr reinlässt, vielleicht auch offen ist für Körperlichkeiten wieder mehr. Ja, es passt ja auch nicht zu dem Thema Weiblichkeit, Körperlichkeit. So, jetzt aber. Was kriegen wir hier mit? Ich habe zwei gekriegt. Einmal das Vergnügen, sich etwas gönnen und einmal den blauen Schmetterling mit der Transformationsphase. Ich glaube, diese Phase, die hier anfängt, die wird sich auch über das ganze Frühjahr noch hinziehen und für sehr viel Leichtigkeit sorgen oder eben auch für etwas, was ich nenne es jetzt mal schicksalshafter Verlust, aufzeigt, also das Thema, der Verlust eines schicksalshaften Themas. Ich werde es ja wohl heute noch rauskriegen. Dass man selber mit der Zeit nicht steuern kann, das fällt einfach von einem weg, weil es jetzt dran ist oder weil es auch Personen betrifft. Der blaue Schmetterling bringt hier so ein bisschen das Thema Wiedergeburt mit, eine andere Daseinsform. Kein Alltagstrott mehr, wie in dem Sinn ständig gelebt wird, sondern hier kommt tatsächlich eine richtige Transformation, die auch den Alltag umgestaltet, weil man die Mittel hat. Es kann tatsächlich im Beruf, in den Finanzen und in der Liebe überall sein. Und es geht auch nicht darum, dass man hier ganze Lebensbereiche verändert, sondern dass man ein bisschen, ja, hier liegt das Kleine im Schicksal drin, ne? Dass man an die Details rangeht, die zu transformieren. Mit andere Richtungsart einschlägt, einen Wechsel von einem Verhalten zum Beispiel. Auf jeden Fall ist es tatsächlich mit Wunscherfüllung verbunden, ne? Also dieser blaue Schmetterling bringt uns hier die Möglichkeit mit, uns Wünsche zu erfüllen und uns mehr Vergnügen zu gönnen. Es geht einfach darum, dass wir dann das Leben mehr auskosten können. Alle Ebenen davon, das Arbeitsleben, das Liebesleben und die Verbindlichkeiten. Das fängt schon damit an, ne? Was gönnt man sich selbst? Gucke dir auch Details von schönen Sachen an, zum Beispiel schmecke dein Essen richtig, rieche an einer roten Rose, erwecke deine Sinne sozusagen. Und es geht einfach um das Alltagsleben, wo sehr viel Produktivität und Arbeit immer drin steckt, kommt hier praktisch die Energie des Vergnügens und des Schwunges wieder so frisch mit rein. Eine gute, bereichernde und leuchtende Energie. Also die Wege, die hier entstehen oder die Optionen, sind natürlich mit der Sonne auch die besten, die wir haben können. Ich lasse das mal so stehen und nehme das so, wie es ist, auch gerne an. Das ist eine Möglichkeit, sehr viele Hindernisse ins Fließen zu bringen und zu harmonisieren und aus den vollen schöpfen zu können in den Details des Alltags, ja. Bleibt noch dran. Ich nehme jetzt das Krafttier nicht fürs Kollektiv, sondern lege es dann in die Stapel rein zum Auswählen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder zum Auswählen. Wir nehmen ein Krafttier. Und ich habe heute vor, mal die Merlin-Karten zu nehmen. Mit vielen Grüßen an meine Namensfreundin Alex. Das sind ihre Lieblingskarten und ich hatte sie schon lange nicht mehr in Gebrauch.
Ja, und dabei belassen wir es. Wenn ich fertig bin, nehmen wir noch eine Botschaft aus dem Reich der Vögel. Jetzt dürft ihr euch entscheiden. Ich nehme den silbernen Buddha und wir schauen. Wir haben hier die Goldharfe. Hier geht es um die Herzensklänge. Es geht um Ruhe, Frieden, vor allem in dem eigenen Sein, etwas Harmonie. Das Herz zeigt einem das auf. Das sind so die feinen Vibrationen auch. Ja, und die Goldharfe kündigt natürlich auch etwas an mit ihren Klängen, nämlich, dass sich neue Wege, Türen, Tore, Ebenen und Dimensionen eröffnen und die Zeit in eine wundervolle Reise beginnt. Das hatten wir im großen Blatt so ähnlich, ne? Zusammenhänge werden einem bekannt. Man erkennt etwas, wie es gestaltet ist, wie es zusammenhängt. Und wir haben hier viel Feuerkraft dabei, ne? Etwas, was sich transformiert einfach, so wie im Feuer. Das Allverbundensein ist groß und man darf hier die neue Zeit, die auf einen zukommt, auch willkommen heißen. So, von den Krafttieren, na, das passt ja wunderbar, haben wir das Gürteltier. Es geht um den Schutzpanzer, den man um sich errichtet hat. Kann natürlich in Verbindung na, auch sein, dass man nicht mehr so diesen Schutzpanzer braucht, dass man gut auf ihn verzichten kann und dass genau das ist, was die Goldharfe hier einläutet. Man soll sich hier auf sich konzentrieren, den eigenen Weg gehen, nicht mehr zurückgucken. Das Glück liegt, wenn dann vor einem und nicht in der Vergangenheit. Und das Gürteltier bringt an sich schon das Thema Schutz mit. Das heißt, wir können hier aufhören zu kämpfen und uns zu schützen und ja, die Erwartung zu haben, uns wird vielleicht etwas genommen, wenn wir es nicht safen sozusagen. Wenn hier irgendetwas so ist, dass man sich attackiert fühlt oder dass es einen angreift, vielleicht auch auf der seelischen Art oder so, dann darf man sich hier einfach zurückziehen und warten, bis die Lage sich beruhigt hat. Weiter seinen Weg gehen, denn es gibt hier nichts zu kämpfen. Der Friede kommt und breitet sich aus und es ist immer mehr Einklang mit sich und seinem eigenen Leben da. Man fühlt sich getragen und geschützt und alles kann genesen und man fühlt sich selber auch so, dass man sich mag und akzeptiert, ne? Es kann ein Lebensthema sein bei vielen. So, wir haben die Nachtigall für uns. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Das passt wunderbar, ne? Okay, gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Oh, Excalibur, das Schwert. Das befreit dich hier, das kommt als Erlösung in dein Leben. Es macht dich frei von allem, was dich zurückhält. Vielleicht auch deine eigene Kraft zu leben. Hier geht es um deine Lebensaufgabe, um das, was du machen solltest und das, was dich daran hindert. Also so ein Schwert, das dich befreit, das abtrennt, was dich hindert, deinen ureigenen Weg zu gehen. Und gleichzeitig hast du hier mit der Hummel die Entfaltung. Hier ist Aufbruchsstimmung, ne? Hier kommt der Schnitt, dann geht es los. Hier kann schon sein, dass es so ein bisschen kribbelt und man fühlt sich, als hätte man tatsächlich Hummeln im Hintern. Also so etwas, was so eine andere Vibration mitbringt. Und die Hummel lehrt tatsächlich nicht verbissen zu sein, loszulassen, zu öffnen. Und sie bringt auch Licht in deine Ecken, wo der Blickwinkel vielleicht zu verstellt war.
Das ist genau das aus dem großen Blatt, wo man plötzlich etwas erkennt. Es sind hier Botschaften, Hinweise, jetzt kommen wichtige Kontakte in unser Leben. Und man hat hier so das Gefühl, dass man gerade dabei ist, viele gute Früchte entstehen zu lassen auf seinem Weg, so ganz nebenbei. Also hier ist etwas, was dich gehindert hat, kommt in den freien Fluss und hat sehr viel Potenzial für dich, dass du dich entfalten kannst. Gucken wir auch bei euch noch ein Vögelchen. Was haben wir hier? Der Dompfaff. Ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich an einem Übergang in deinem Leben. Neue Knospen treiben an. Entdecke das Neue mit großer Achtsamkeit. Und hier haben wir dann, dass die Knospen bestäubt werden von der Hummel. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis Sonntag.